Und es geht darum, diese Fiktion eines ewigen Lebens in ewiger toller Schönheit zu erzeugen. Eine uralte Menschheitsidee, allerdings eben auch eine gigantische Illusion. Ich habe gelesen, jährlich lassen sich 1 Million Menschen in Deutschland schönheitsoperieren. Was hältst du davon? Im Allgemeinen spricht natürlich nichts gegen eine Schönheitsoperation. Es hängt immer davon ab, was die Motive sind für eine Schönheitsoperation. Wenn man zum Beispiel Opfer eines Unfalls ist oder eine bestimmte Narbe korrigieren lassen möchte und so weiter, damit man nicht dauernd in sozialen Situationen auffällt und sich damit auseinandersetzen muss, hat man natürlich ein gewisses Recht darauf, an seinem eigenen Körper zu arbeiten. Wir gehen ja auch zum Friseur und kleiden uns. Damit verändern wir ja auch unseren Körper. Also dieses Recht, eine Einstellung zu unserem eigenen Körper zu entwickeln und ihn zu verändern, haben wir. Allerdings gibt es natürlich auch gerade der Gesundheit und gerade der Krankheit und die kann man relativ schnell überschreiten. Also man denke natürlich an Probleme der Bulimie und so weiter, die über die gesamte Menschheit verbreitet werden dadurch. Das heißt, da haben wir, glaube ich, schon in vielen Fällen das Krankheitsniveau längst überschritten. Wenn ich jetzt an die Filmindustrie denke in Hollywood, da ist ja ein richtiger enormer sozialer Druck auch dahinter, dass man mit 60 noch so aussieht wie mit 20. Das ist natürlich in dem Fall unter anderem auch berufsbedingt. Es geht ja darum, in Hollywood das Bild eines ewigen jugendlichen Lebens zu erzeugen. Das ist ja überhaupt die Idee des Films. Ja? Also wenn man im Film dargestellt wird, ist man in gewisser Weise unsterblich, aber natürlich eben nur auf der Leinwand. So. Und es geht darum, diese Fiktion eines ewigen Lebens in ewiger toller Schönheit zu erzeugen. Eine uralte Menschheitsidee, allerdings eben auch eine gigantische Illusion. Gibt es das Schönheitsideal dann eigentlich noch? Also ich glaube nicht, dass es so etwas gibt wie ein singuläres Schönheitsideal. Es gibt miteinander konfligierende, sich im Wettbewerb befindende Schönheitsideale. Und teilweise stecken hinter diesen Schönheitsidealen bestimmte Interessen. Die Modeindustrie, die Filmindustrie, die Ernährungsindustrie, die Sportindustrie und so weiter. Das heißt, man muss ein klares Bewusstsein dafür haben, wer hier an welcher Stelle ganz genau welche Ideale einsetzt zur Manipulation der Kunden. Und wir alle sind die Kunden, auch die Kunden der Schönheitschirurgie. Menschen sollen eigentlich zu ihrem Alter stehen und zu ihrer Vergänglichkeit. Ist das? Ganz genau. Es gibt natürlich die menschliche Versuchung, insgesamt zu vermeiden, anzuerkennen, dass wir sterben müssen. So. Und unsere Einstellung zum Alter spiegelt immer auch unsere Einstellung zu dem Umstand, dass wir alle endlich sind. Und das ist aber ein Umstand, mit dem man klarkommen muss, weil es die wesentliche Tatsache des menschlichen Lebens ist, dass wir alle sterben müssen, ob wir wollen oder nicht. Ist bei dir noch alles echt? Du warst ja jetzt in Hollywood. Also bei mir ist alles echt in dem Sinne, dass ich jedenfalls mich nicht operieren lassen würde. Ich versuche gesund zu essen und Sport zu machen. Das heißt, wie jeder andere Mensch habe ich eine Einstellung zu meinem eigenen Körper, die hoffentlich mehr oder weniger gesund ist. Aber operieren lassen habe ich mich bis jetzt jedenfalls noch nicht.